In Tschechien ist an diesem Samstag die zweitägige Parlamentswahl fortgesetzt worden. Die Wahllokale öffneten um 8 Uhr für 6 Stunden. Als Umfragefavorit ging die populistische Partei ANO von Regierungschef Andrej Babiš ins Rennen. Der Multimilliardär war jedoch zuletzt wegen Enthüllungen aus den Pandora Papers über ausländische Briefkastenfirmen unter Druck geraten. Der 67-Jährige wies Vorwürfe der Geldwäsche zurück. Das konservative Dreierbündnis Polu lag in den Umfragen zuletzt knapp hinter der ANO. Kandidat Petr Fiala will zusammen mit dem liberalen Wahlbündnis der Piraten mit der Bürgermeisterpartei Stan Babiš ablösen. In Tschechien wird traditionell an 2 Tagen gewählt, weil viele Menschen am Wochenende aufs Land fahren. Am Freitag hatte sich eine gute Beteiligung abgezeichnet. Vielerorts gaben nach Schätzungen 40-50% der Wähler ihre Stimme bereits am ersten Tag ab. Anders als in Deutschland gibt es keine Möglichkeit zur Briefwahl. Die knapp 15.000 Wahllokale befanden sich auch an ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel in Brauereien, Fußballkabinen, Gefängnissen und Wohnzimmern. Prognosen oder Hochrechnungen gibt es nicht. Was zählt, sind gezählte Stimmen.